So, es geht jetzt in diesem Film darum, wie kann ich bei einer bekannten Dichte die Masse oder die Volumen einer Stoffportion berechnen, wenn zum Beispiel das Volumen bekannt ist oder umgekehrt eben die Masse bekannt ist. Und es ist ja so, ich habe hier in meiner Gleichung Dichte, Masse und Volumen eben drei Werte. Und wenn zwei davon bekannt sind, zum Beispiel Masse und Volumen, dann kann ich die Dichte berechnen. Wenn die Dichte und die Masse bekannt ist, dann kann ich das Volumen berechnen und mit Volumen und Dichte eben auch die Masse. So, und diese Gleichung, wie sie hier jetzt dasteht, kann ich eigentlich jetzt nur erstmal verwenden, um die Dichte zu berechnen. Man gibt also quasi die Masse und das Volumen ein und berechnet dann, indem man durcheinander teilt, eben die Dichte. Aber wenn ich zum Beispiel die Masse berechnen will, dann kann ich das hier so direkt nicht machen, sondern ich muss die Gleichung umformen. So sagt man ja auch in der Mathematik dazu. So, und dieses Umformen, das geht ja so, dass man sagt, man hat diese Gleichung und formt die um, indem man hinten dran schreibt, was man macht. Und in diesem Fall multipliziere ich jetzt mal mit v. Und wenn ich hier eine Umformung mache, dann bedeutet das ja, dass ich auf beiden Seiten des Gleichheitszeichens das Gleiche machen muss. Das heißt, ich habe hier die Dichte mal v und ich habe das, was vorher oben steht, den Quotienten und den multipliziere ich auch mit v. So, und ich habe dieses mal v gerechnet, damit ich hier wegkürzen kann. Dann bleibt nämlich zum Schluss nur die Masse übrig und ich habe eine Gleichung. Dichte mal Volumen ist gleich Masse. Oder ich kann es natürlich auch umdrehen. Masse ist gleich Dichte mal Volumen. Und dann habe ich eben genau eine Formel, die ich verwenden kann, um die Masse zu berechnen. Ich muss also nur die Dichte und das Volumen hier drüben eingeben und das Ergebnis dieses Produktes, hier ist ja mal, ist dann eben die Masse der Stoffportion, von dem ich das Volumen gegeben habe. In Mathematik werdet ihr solche Übungen dann auch noch öfters haben, dass ihr nach einem bestimmten Wert oder einem bestimmten Anteil einer Gleichung umformen müsst. Wir gucken uns jetzt mal an, wie kann ich das Volumen berechnen, wenn Dichte und Masse bekannt sind? Dazu habe ich die ersten Informationen nochmal auf ein zweites Blatt kopiert. Und jetzt überlegen wir uns, wie können wir an das Volumen kommen? Das erste, was die Leute meistens machen, naja, Masse und Volumen stehen hier auf einer Seite der Gleichung. Die Masse ist zu viel, also teile ich mal durch die Masse. Minus geht ja nicht, weil ich habe hier ein geteilt, ein Bruch. Nur dann steht die Masse und das Volumen unten. Ich zeige euch mal gerade, was da passiert. Ich werde es dann aber anders machen, aber hier ist genügend Platz auf dem Blatt. So, also nehmen wir mal an, ich würde durch die Masse teilen. Dann hätte ich ja Dichte durch Masse und Masse durch Volumen, also das, was vorher dasteht, auch geteilt durch Masse. Entweder ich schreibe das als Bruch oder eben hier hinten dran. Und dann könnte ich das hier stehen lassen. Das ist Dichte durch Masse. Und hier geteilt durch Zahl oder mal Kehrbruch. Das wäre dann also Masse durch Volumen mal 1 durch Masse. Ich könnte wegkürzen und es bleibt übrig, Dichte durch Masse ist gleich, ja, das kürze ich weg, da bleibt hier der Faktor 1 übrig, 1 durch Volumen. So, jetzt machen manche den Fehler, dass sie hier sagen, ja, die Masse kürzt sich ja weg. Und dann übersehen Sie auch, dass hier ja noch ein Bruchstrich ist. Und dann sagen Sie dann, V ist gleich dieses hier. Das ist aber falsch, das ist 1 durch V. Also im Prinzip geht das schon, das geht so weiter.
Ich müsste halt dann noch gucken, wie ich das Volumen, das hier jetzt 1 durchsteht, hinbekomme. Das wäre, indem ich den Kehrbruch auf beiden Seiten nehme. Aber ich mache mal eine andere Variante. Das ist der Weg, den ich bevorzuge. Und zwar habe ich hier wieder die Dichte, ist gleich Masse durch Volumen. Und jetzt mache ich Folgendes: Ich multipliziere mit dem Volumen. Der Grund ist, ich möchte das Volumen, das ich ja gerne bestimmen möchte, nach oben bekommen. Und das kann ich zum Beispiel machen, indem ich diese Gleichung mit V, mit dem Volumen, multipliziere. So, wir denken daran, eine Umformung bedeutet ja, ich mache auf beiden Seiten das Gleiche. Und dann habe ich dieses hier. Ich kann kürzen. Und damit ist das, was ich wollte, nämlich dass das Volumen unten aus dem Nenner wegkommt, geschehen. Und dann habe ich Dichte mal Volumen ist gleich Masse. Aber ich möchte ja auf Volumen kommen. Also teile ich nochmal durch die Dichte. Und dann habe ich, wenn wir es ausführlich machen, durch Dichte ist gleich Masse durch Dichte. So, auch hier wieder kürzen. Und dann bleibt übrig, ja, ganz unten, V ist gleich Masse durch Dichte. So, das ist jetzt sehr ausführlich gemacht, sozusagen für Anfänger von Thermoformeln. Später, wenn man gut genug ist, kann man dann zum Beispiel diesen Schritt und diesen Schritt sich quasi ersparen, weil man halt weiß, okay, wenn ich mit V multipliziere diese Seite, dann kürze ich das halt weg. Es ist ja auch mein Ziel, genauso hier drüben, dass ich das dann weglassen kann. So, eine wichtige Sache, die man noch beachten sollte, ist, dass die Einheiten stimmen. Und dazu gucken wir uns nochmal die erste Seite an. Warte mal, hier habe ich einen Rahmen auf der ersten Seite drum gemacht. So, also die Einheiten müssen stimmen. Dazu gucken wir uns mal an. Ich nehme eine andere Farbe. Die Dichte hat ja eine Einheit von Gramm pro Kubikzentimeter und das Volumen üblicherweise Kubikzentimeter als Basiseinheit. So, auch hier kann ich jetzt kürzen. Oh, das war zu viel. Moment. Und dann habe ich ja hier im Nenner und quasi im Zähler das, was ich kürzen kann. Und übrig bleibt nur Gramm. Und das ist ja das, was die Einheit von der Masse ist. Also die Formel stimmt auch. Das ist also immer eine Kontrolle, die man hat, wenn man eine Formel umgerechnet hat. Deshalb sollte man also auch bei Berechnungen mit irgendwelchen Formeln immer die Einheiten dazu verwenden, dass man sicher ist, dass die stimmen. Kontrollieren wir das gerade hier nochmal. Die Masse ist ja in Gramm angegeben. No, das stimmt nicht. Ich wollte Lauf verwenden. Also Gramm geteilt durch die Dichte. Das sind also Gramm pro Kubikzentimeter. Jetzt kann ich hier das umschreiben, Gramm durch einen Bruch oder Gramm mal den Kehrwert des Bruches, also Kubikzentimeter durch Gramm. Und dann sieht man, dass man kürzen kann. Und übrig bleibt Kubikzentimeter. Und das ist ja genau die Einheit, die ich beim Volumen habe. So. Jetzt ein abschließender genereller Tipp. Wir haben jetzt hier drei Formeln. Nämlich, wir haben die Formeln für die Dichte. Ich nehme gerade nochmal eine Farbe. Also wir haben drei Formeln. Das ist die erste Formel. Wir haben die zweite Formel, die hier unten. Und die dritte, diese hier. So, jetzt könnte man natürlich versucht sein zu sagen, okay,
Drei Formeln, die kann ich mir ja merken. Ist ja nicht viel und die sind auch irgendwie ähnlich. Ehrlich gesagt bin ich der Meinung, man braucht nur eine Formel, nämlich diese Basisformel hier. Und man formt diese Basisformel dann eben nach Bedarf um. Man sagt, ich brauche halt die Masse, dann muss ich meine Formel, wie zum Beispiel hier vorne, umformeln nach Formen nach M. Oder wenn ich das Volumen brauche, nehme ich meine Basisformel und forme sie nach V um. Das heißt, man erspart sich das Lernen dieser drei Formeln, braucht nur eine, muss aber natürlich wissen, wie man umformt. Und da ihr das sowieso in Mathe anwendet oder übt, könnt ihr das also auch hier in Chemie anwenden. Insofern erspart ihr euch ein bisschen Arbeit beim Auswendiglernen. Also schön in Mathe aufpassen, damit ihr lernt, wie man Formeln umformen kann. Das wird später, wenn noch mehr berechnet wird, immer wieder auftauchen. Wir haben öfters Gleichungen, wo wir irgendetwas dann berechnen müssen.